Mein Name ist Oliver Kulecki. Ich komme aus Berlin. Ich bin Musikproduzent und DJ. Außerdem führe ich die Labels Steel for Talent und A Tribe Called Kotori. Ich bin der Simon. Ich bin ein Teil vom DJ- und Produzenten-Duo And Him. Und ich komme gebürtig aus Köln, lebe seit 11 Jahren jetzt in Berlin und betreibe auch ein Musiklabel, Super Friends Records. Also Corona haben wir sehr schnell realisiert, weil es so Anfang März, als eigentlich noch alles in Ordnung schien und wir ja auch als DJs sehr weit im Voraus auch gebucht sind. Ne? Also wir haben dann eigentlich schon fast das ganze Jahr ausgebucht. Und da hat man schon Anfang März gemerkt, dass da viele Veranstalter schon die Events gecancelt haben, also auch in verschiedenen Teilen der Erde. Und da war mir schon klar, das wird jetzt vielleicht was eine längere Geschichte. Persönlich, privat, hat mir das dann doch schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Einfach irgendwie diese Angst, was passiert jetzt mit der Welt, was passiert mit unserer ganzen Generation, wie schlimm wird das tatsächlich, müssen wir demnächst alle Gasmasken tragen. Also das hat mich doch schon ein bisschen mitgenommen. Das vermischt sich dann alles, Existenzängste, Zukunftsangst, man weiß nicht, wie es weitergeht. Man ist natürlich auch ein bisschen seiner Identität beraubt. Ne? Das ist ja unser Leben und ein sehr, sehr großer Teil unseres Lebens, einfach das Reisen, Auftreten, Performen. Aber dann habe ich zumindest die Situation einfach akzeptiert, weil man sie nicht ändern konnte. Und dann fand, glaube ich, so ein Prozess statt, der mir sehr gut getan hat. Also man hatte endlich Zeit, sich kreativ irgendwie wieder anders auszuleben. Wir haben ja jetzt einen Podcast gemacht, ist aus einer Laune heraus entstanden. Macht uns tierisch Spaß, auch super angekommen. Und ich merke es besonders bei der Musik, dass da auch so ein bisschen Druck rausgenommen wurde. Weil zumindest habe ich das gemerkt, dass man jetzt nicht unbedingt nur noch für den Dancefloor produzieren muss oder dass halt irgendwie das auf einer Party funktioniert, sondern dass man sich jetzt auch musikalisch kreativ ein bisschen anders wieder ausdrücken kann. Vor allen Dingen konnte ich mal nachholen, mein soziales Leben wieder aufzupolieren, weil das all die Jahre, es ist so schwer, Freundschaften zu pflegen, also vernünftig zu pflegen. Alle Freunde haben immer am Wochenende Zeit, genau dann, wenn man als DJ immer unterwegs ist. Also ich bin ein bisschen froh, dass dieser Streaming-Marathon, der entstanden ist im März, dass der ein bisschen vorbei ist. Am Anfang war das nett, aber das muss man schon sagen, es erschöpft sich schnell. Das ist halt nicht das Gleiche, als wenn man bei wirklich lauter Musik in einer Masse von Menschen steht. Klar, Social Media heutzutage ist super wichtig und dem einen liegt es mehr, dem anderen weniger. Es ist auch ganz schwer, das irgendwie zu erzwingen. Aber man hat einfach gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also man tourt nicht, es gibt keine coolen Videos von Partys, ja. Von den Ländern, die man bereist und so weiter. Das heißt, man muss schon gucken, wo der Content herkommt. Ja, es ist einfach nur so alte Fotos und viele Erinnerungen. Viele machen gerade Erinnerungen. Man schwelgt in Erinnerungen. Ab so einer gewissen Follower der DJ-Größe gibt es dann ja immer irgendwie Manager oder sogar Social-Media-Angestellte oder Mitarbeiter. Aber wir machen das selbst. Und es ist mir auch wichtig, dass ich authentisch rüberkomme. Deswegen, wer soll es machen, wenn nicht ich? Ich meine, da greift auch ein bisschen unser Podcast einfach. Ne? Das ist dann auch so dieses, wir legen zwar nicht auf, trotzdem wollen wir für die Leute da sein und wollen sie weiterhin unterhalten. Und das war auch eigentlich so der Gedanke bei unserem Podcast, als wir den angefangen haben. Einfach dieses sichtbar, hörbar bleiben für die Leute, da bleiben noch. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben kein A&R oder keine große Major-Plattenfirma im Hintergrund, die uns vorschreibt, was wir zu tun haben oder dass wir möglichst nach Hits produzieren sollen. Ich mache Musik jetzt mein Leben lang und ich könnte das niemals so lange machen, wenn mir einer vorschreiben würde, was ich machen sollte. Und es ist super wichtig, dass ich das machen kann, was natürlich aus mir rauskommt und worauf ich Lust habe. Also ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit unseren eigenen Labels. Wir als
Techno-DJs, Club-DJs, die natürlich auch weitestgehend für den Club Musik machen und für tanzende Menschen. Wir müssen jetzt keine 2-Minuten-Tracks machen. Ein bisschen Geld kommt natürlich durch die Musik rein, die wir veröffentlichen. Und dann ist tatsächlich so Verwertungsgesellschaften wie die GEMA unser einziger Geldgeber gerade. Das mit der GEMA darf man jetzt auch nicht überschätzen. Das steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem, was man vorher mit Auftritten verdient hat. Ich muss schon an das rangehen, was ich gespart habe. Aber wie man sich vorstellen kann, wenn man 15 Jahre Dauer aufgelegt hat, dann habe ich natürlich was gespart. Da bin ich jetzt sehr glücklich drüber, dass ich an die Reserven ran kann. Und mit meiner Firma Steel for Talent ist es so, dass wir heilfroh sind, dass es Kurzarbeit gibt. Das ist nicht schön, aber so können wir auf jeden Fall absichern, dass die Firma auch noch weiter überleben kann und diese Krise übersteht. Es gibt ja jetzt schon wieder Kompromisse. Zum Beispiel, ich habe vor 5 Stunden beim virtuellen Burning Man gespielt, auf dem eins der größten Artcars, auf dem Mayan Warrior. Und die haben das eigentlich gut gemacht, ja. Also erstmal, diese App ist unglaublich. Man kann ja mit der App durch die ganze Burning Man-Gelände fahren und dann zu den einzelnen Artcars oder zu den einzelnen Bühnen hinfahren. Und dann hört man auch live den DJ, der gerade auflegt. Oder das war halt pre-recorded. Und dann hat man sogar mein Gesicht oben gesehen. Also Dancefloor gibt es eigentlich kaum. Open Air. Ja. Diese ein, zwei Festivals, die wir hatten, das Aware Festival. Oder die Bucht der Träume im kleinen Kreis. Mhm. Aber trotzdem ist das auch dann, wenn man dann tanzen durfte, musste man die Maske aufhaben. Ja. Was ich persönlich als Tänzer als nicht optimal empfinde. Du als Tänzer vor allem. Ja. Ja. Er kann sehr gut tanzen. Du kannst gut tanzen. Ja. Danke, danke. Also es sind ehrlich gesagt natürlich keine richtigen Alternativen. Wir vermissen das Feiern und das Arbeiten, wie es vorher war. Nämlich, wenn alle da unten durchdrehen, rotzbesoffen sind und will tanzen. So ist es am schönsten, finde ich. aber in der Not frisst der Teufel fliegen. Noch können wir es, glaube ich, alle nicht realisieren, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass auch ganz viele Clubs zumachen werden und die es dann einfach nicht mehr geben wird. Viele sind von der Politik einfach im Stich gelassen, allein gelassen. Es gibt Hilfen, die reichen dann aber vorne und hinten nicht. Ich kenne mehrere Clubs, die haben privat hohe Kredite aufgenommen, weil sie einfach das so sehr lieben, was sie machen und einfach länger durchhalten wollen. Aber die haben sich jetzt krass verschuldet. Das heißt, die warten jetzt dringend, dass sie wieder aufmachen können. Und da muss jetzt eigentlich langsam die Stadt Berlin mal aus den Puschen kommen, weil denen muss klar sein, wenn jetzt die Hälfte aller Clubs zumacht, dann ist das auch nicht mehr für die ganzen Musikliebhaber wird Berlin nicht mehr so interessant. Und dann fliegen die demnächst alle nach London oder nach Paris oder sonst wohin. Wenn man im ersten Gedanken denkt, okay, vielleicht können wir ohne Clubs und ohne Musik hören, schaffen wir es vielleicht trotzdem zu überleben als Gesellschaft. Aber man sieht ja, was passiert. Die Jugendlichen, wenn sie nicht rausgehen dürfen am Wochenende und sich abreagieren und tanzen, die hauen sich die Köpfe ein. Das sieht man in Frankfurt, das sieht man in Stuttgart. Und das kann auch noch krasser werden. Also es ist ganz wichtig, dass die Jugend von heute, die jungen Menschen, oder in Berlin sind es ja auch noch mit Leute bis 35, 40, die ausgehen, die brauchen ein Ventil. Ja, die arbeiten und die wollen am Wochenende was rauslassen. Nur dann sind sie ausgeglichen. Und das ist durch eine funktionierende Kultur und offene Clubs gewährleistet.